Fragen und wir versuchen es jetzt nochmal mit Japan. Beim Probelauf hat es super funktioniert, nur zu Ihrer Information. Also wir versuchen es jetzt nochmal per Telefon. すいません、バンさんに接続をお願いいたします。はい。はい。はい。あ、はい、お待ちください。もしもし。もしもし、聞こえますか？はい。はい。先ほどの続きをちょっとでは、すみません、先ほどと言いますと3つの点がありましたね。3つの点があって、その1つ、1つについては、福島の人たち、福島の子どもたちへの事故の影響。ですね。それで 38,000人の人たちを調査しました。 すべて18歳以下の子どもたち。 そしてこれまでにその中に3人の甲状腺がんの子どもが検出され、 7人はがんの疑いありという結果になっています。 Zu den Auswirkungen auf die Kinder, die gesundheitlichen Aspekte wurden angesprochen. Es wurden 38.000 Menschen also auf eine gesundheitliche, von der gesundheitlichen Perspektive aus untersucht. Darunter, das waren alles Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren. Darunter hat man 3 Kinder bzw. Jugendliche gefunden mit Schilddrüsenkrebs, sowie 7, bei denen der Verdacht auf Krebs besteht. この 38,000人の調査というのは、 その調査の対象地域というのは汚染の比較的高いところの人たちです。 Diese 38.000 Menschen, die untersucht wurden, kamen alle aus den Gebieten, von denen von vornherein auch der Verdacht bestand, dass die Kontamination relativ hoch ist. それで、追加してさらに調査が進んでいますが、調査が進むにつれて、がんの患者についてはまだ公表されていないのですが、甲状腺の結節あるいはその嚢胞といったゼリー状のなんかこうものがたまる、そういう子どもたちの数というのが非常に高くて、調査対象の大体 2.6% ぐらいに達しているんですね。Es werden weitere Untersuchungen vorgenommen. Es befinden sich nicht nur Verdacht auf Krebs, sondern gerade auch bei Zysten sieht man eine erhöhte Rate bei Kindern und bei den Untersuchten handelt es sich um ungefähr 2,6% von den Kindern, die untersucht wurden. ですから、お母さんたちの間では非常に不安、子供を持つ両親の間では不安が広がっています。
Daher wächst natürlich die Sorge, insbesondere bei den Eltern der Kinder. それが 1点 です。 2つ目は 施設の中の話ですが、 廃炉に向けて今その 4号機から使用済み燃料を取り出すための準備作業が進められています。 Das war der erste Punkt, die gesundheitlichen Aspekte bei den Kindern und Jugendlichen. Bei dem zweiten Punkt handelt es sich um die Anlage selbst. Derzeit werden Vorbereitungen getroffen, um die Brennstäbe, die vor allem die verbrauchten Brennstäbe aus Reaktor 4 herauszunehmen. これは今年の10月から始められるという予定になっていますが、それの問題と並行して、 今日本で一番大きな問題になっているのは、放射能で汚染された水が漏れて、将来海の環境汚染につながるという恐れです。 Diese Arbeiten sollen ab Oktober diesen Jahres aufgenommen werden. Gleichzeitig besteht das große Problem, beziehungsweise was die Menschen in Japan derzeit besonders beschäftigt, sind die Sorgen um eine Verbreitung der Radioaktivität oder der Substanzen über das Meer, über das verseuchte Wasser, das in die Meere gelangen könnte. これは一番の原因は地下水の対策ができていないことにあります。毎日400トンの地下水が原子炉建屋に流れ込んできていて、それが汚染水となっています。 Die größte Ursache für dieses verseuchte Wasser, das in die Meere gelangen kann, ist das Grundwasser, das durch diese Anlage, durch das Grundstück dieser Anlage fließt. Täglich fließen 400 Tonnen Wasser aus dem Grundwasser über diese Anlagen. これまではタンクに溜めていたのですけれども、タンクをもう置くスペースが少なくなってきたというので、プール 60メートル四方、深さ6メートルぐらいのこうプールを作って、そこに汚染水を溜め始めたんですが、そのプールからの底からその汚染水が地下に染み出して漏れていっているという、こういう事件が起きているんです。 Bisher hatte man dieses verseuchte Wasser in Tanks gespeichert, allerdings hat der Platz auch seine Grenzen. Man kann nicht überall weiter Tanks aufstellen. Deshalb kam man auf die Idee, einen Pool, also ein ganz großes Becken zu bauen, 60 mal 60 Meter, 6 Meter tief. Allerdings haben wir festgestellt, dass aus diesem Pool ebenfalls das verseuchte Wasser ausgedrungen ist. Tokyo Denryoku wa 62の放射性物質を取り除く 62の放射性核種って言っていますけど、取り除く装置を作ったのですけれども、それがまだ機能していないのですが、仮にうまくとしてもトリチウムという放射能が取り除けない。それで海へ捨てることができないんですね。漁師さんが反対をして。したがってずっと貯蔵を続けないといけないけど、スペースがないという事態に直面してきています。 Die TEPCO hat Filteranlagen angebracht, die 62 radioaktive Substanzen aus diesem Wasser herausfiltern soll. Allerdings sind diese Anlagen noch nicht in Betrieb. Und das Problem ist, dass man selbst mit dieser Filteranlage Tritium nicht herausfiltern kann. Und das kann man wiederum nicht in die Meere hineinfließen lassen, zumal auch der Widerstand der Fischer sehr, sehr groß ist. Das heißt, das muss natürlich irgendwo gespeichert werden, aber hier gibt es ein großes Platzproblem. それが2点目の今施設の中での今の様つです。3つ目としては電力需給の話をしたいと思うのですが、この夏暑い時期が来た時に電気が足りるか足りないか。これについては経済産業省が報告書を出して、電力不足は起こらないという 報告書を発表しました。4月の上旬です。
Das zum zweiten Punkt, die gegenwärtige Situation in den Anlagen. Der dritte Punkt ist die große Sorge der Stromversorgung. Besonders im Sommer haben die Menschen die Befürchtung, dass es zu großen Mängeln kommen könnte. Allerdings hat das Wirtschaftsministerium, METI, einen Bericht veröffentlicht Anfang April, in dem es heißt, dass es wohl nicht zu einer Stromknappheit im Sommer kommen wird. それで政策的には、まあ、今の安倍政権は原子力を維持するということにはなっているんですけれども、同時に再生可能エネルギーも補強するということで電力改革が、まあ、導入されました。Was die politischen Maßnahmen betrifft, so vertritt die Regierung Abe die Haltung, dass die AKWs vorerst aufrechterhalten werden. Allerdings sollen der erneuerbare Energiensektor weiterhin gestärkt werden. In diesem Sinne wurde eine Stromreform ausgerufen und die soll jetzt umgesetzt werden. その内容は電力の自由化、完全自由化って日本では呼んでいますけれども、一般消費者含めてどの電力会社からも独立系の電力会社含めてどこからも購入できるようになる。その制度が、まあ、2015年に導入されます。Der erste Schritt dahingehend ist die Liberalisierung des Strommarktes und hier soll ab 2015 auch jeder Privathaushalt seinen Stromanbieter selber wählen können. もう一つの改革の柱は発電送電の分離というものです。日本は発電会社、送配電会社が一つの会社に一体になっているのが今ですけれども、これを2020年までの間に分けていこうということで、送電部門を中立化してどなたも使えるようにしていくというそのシステムの導入が決まりました。Die zweite Säule bei dieser Energiemarktreform ist, dass der Stromerzeuger von dem Stromverteiler getrennt werden soll. Derzeit herrscht ein Monopol in Japan, das heißt, eine Elektrizitätsfirma ist sowohl Erzeuger als auch Verteiler. Allerdings soll diese Situation bis 2020 geändert werden und hier sollen eben die Parteien getrennt werden, so dass hier eine gewisse Neutralität vorherrscht und die Entscheidung für die Einführung dieses neuen Systems ist gefallen. 細かいその制度設計というのがこれからなので、まあ、あまり大きな期待はできないのですけれどもしかしある程度の改革が進んでいって原子力の依存度というのが、まあ、減っていくだろうというふうに思いますしかし安倍政権はゼロにしないと言っているのでゼロにはならない割合が減っていくということは間違いないと思います。Die genaueren konkreten Maßnahmen dieses Systems sind noch nicht festgelegt, die werden jetzt noch entschieden. Daher kann man sich noch nicht allzu große Erwartungen davon machen und zu viel erhoffen. Allerdings vertrete ich die Ansicht, dass es hier durchaus Fortschritte gibt und dass man wenigstens diese AKW-Abhängigkeit etwas mildern kann. Die Regierung Abe vertritt nicht einen kompletten Atomausstieg, also sie sprechen nicht von einer Nullabhängigkeit vom AKW. Allerdings gehen wir davon aus, dass die Abhängigkeit reduziert wird. Ja, ja, 具体的に強く原子力の運転再開に反対をしているところは福島県、新潟県、静岡県、茨城県の4県で、これらの出力、奇数でいうと17基の原発になり、その出力は約2000万キロワットになりますが、この分については当面、まあ、少なくとも5年は運転再開はできない、こういう事態になっています。
Es gibt innerhalb Japan besonders starke Opponenten der Wiederinbetriebnahme von AKWs und darunter gehören die vier Präfekturen Fukushima, Niigata, Shizuoka und Ibaraki. In diesen vier Präfekturen befinden sich 17 Atommeiler, die insgesamt 20 Millionen Kilowattstunden produzieren können. Aber dadurch, dass diese Präfekturen äußerst gegen eine Wiederinbetriebnahme der AKWs sind, sieht es so aus, dass wir in den kommenden 5 Jahren wahrscheinlich auf diese Meiler auf jeden Fall verzichten müssen. お話を終えたいと思います。どうもありがとうございました。 Genau. Also so viel zu meinem Statement, wenn noch Fragen sind. Ja, vielen Dank. Bedanke mich. Ich freue mich auch, dass es doch noch geklappt hat. Und jetzt meine Frage an die Kolleginnen und Kollegen, ob es von Ihrer Seite noch Fragen gibt. Marco Bülow, SPD-Fraktion. Ja, erstmal vielen Dank, Herr Brann, dass Sie für uns heute da zur Verfügung stehen. Ich habe eine Frage, weil ich das kaum glauben konnte. In einem Bericht des Bundesumweltministeriums ist davon die Rede, dass Fukushima ein Kühlkreislauf eingerichtet wurde. Und zwar ein Kühlkreislauf, der so funktioniert, dass Wasser eingespeist wird, durch Leckagen im Prinzip dann ins Maschinenhaus gelangt, wo er dann wieder abgepumpt und aufbereitet wird. Und auch das, was Sie gerade erzählt haben mit dem Abdichten eines Pools, wo das Wasser aufgefangen wird, das hört sich alles nach Steinzeittechnologie an. Und ich frage mich, ob das wirklich so wahr ist, wie wir das hier geschildert bekommen. Danke schön. Ich würde jetzt die anderen beiden dran nehmen und dann Beantwortung. Bärbel Höhn, Bündnis 90, die Grünen. Ja, herzlichen Dank für den Bericht. Ich finde sehr gut, dass wir diese Informationen hier noch mitbekommen haben. Hier in Deutschland ist eigentlich der Atomausstieg dadurch erfolgreich gewesen, dass wir eingestiegen sind in die Erneuerbaren. Es gibt jetzt das Erneuerbare-Energien-Gesetz in Japan. Gibt es Initiativen der Kommunen, hier einzusteigen, Erneuerbare aufzubauen und damit eine Alternative zu der Abhängigkeit von der Atomindustrie zu erreichen? Ich möchte Sie bitten, nicht mehr so laut zu sprechen. Die Dolmetscherin hat große Probleme. Dann Frau Menzner. Ja, auch ich bedanke mich herzlich, beschränke mich auf 2 Fragen, obwohl ich sehr, sehr viele hätte. Anknüpfend an die Kollegin Höhn, habe ich noch mal die Nachfrage zu dem in Japan in Kraft gesetzten Erneuerbaren Energiengesetz. Nach meinem Kenntnisstand ist der wesentliche Unterschied zu der Regelung, wie wir sie in Deutschland haben, dass es keinen Einspeisevorrang für erneuerbare Energien gibt. Ich wollte fragen, ist das zum einen richtig und wenn ja, wie sind die Erfahrungen damit? Und das Zweite, nochmal die Situation der Bevölkerung und der Kinder betreffend. Sie sprachen von den Untersuchungen auch bei der Schilddrüsen bei Kindern mit den doch relativ häufigen Auffälligkeiten. Gibt es vorgesehene Nachfolgeuntersuchungen? Also mir erscheint es wichtig, dass die Kinder dann auch regelmäßig und dauerhaft und immer wieder der gesundheitlichen Kontrolle unterzogen werden. Was ist da vorgesehen oder wie sieht das aus nach Ihrer Kenntnis? Ja, danke. Dann Silvia Kotting-Uhl. Dankeschön. Ja, guten Tag, Hideyuki-san. Ich habe mit Freude gehört, dass ab 2015 der liberalisierte Strommarkt zulässt, dass man als Stromverbraucher seinen Stromerzeuger selbst wählen kann. Meine Frage jetzt, ist denn absehbar, dass es neben den bekannten 7 Konzernen andere Stromanbieter geben wird, die dann auch Strom ohne Atomstrom anbieten?
Ja, vielen Dank. Jetzt müssen Sie ganz viel übersetzen. Entschuldigung. さまざま質問が出ていますので、まとめて質問をさせていただきますので、もしまとめてお答えできるようでしたら、よろしくお願いいたします。 さまざまな会派からご質問いただいています。 一つ、社会民主党からの質問ですけれども、 まず、 この水を注入して、その水がさらにいろんなところから漏れて機械室などに入って、その機械室に入った水をさらにまたポンプで取り出して、それを再処理を行ってという話を伺ったんですけれども、信じられなかったので本当ですかという質問、さらに今お話にありましたように、プールに貯蔵しなくてはいけないという技術も、技術的にはまるでせっき地雷のようなものに聞こえるのですけれども、少し信じられなかったので本当ですかという質問。 また、緑の党からの質問ですけれども、まず貴重な情報をいただいてありがただきましてありがとうございました。ただし、ドイツで脱原発が成功したという背景には、再生可能エネルギーのシフトがあった。そして日本でも今、再生可能エネルギー法、ドイツの再生可能エネルギー法に似たような法律ができたということを伺うことができて非常に嬉しく思うのですけれども、様々な、例えば自治体ですとか、共同体が、 こういう市場に再生可能エネルギーの市場に参入するそのチャンス、機会というものはあるのでしょうか。そして最終的に原子力発電から独立するという可能性はどの程度のものなのでしょうか。さらにそれと関連しての質問ですけれども、 日本でできた主にその再生可能エネルギーを促進する法律、ドイツの再生可能エネルギー法との大きな違いというのは、その電力の買い取り制度の中で再生可能エネルギーの方が優先される、あるいは促進するために待遇がよくなるようになっているというのは、ドイツではあるんですけど、日本ではないというふうに解釈したのですけれども、その点はどうなのでしょうか。もしない場合は、今の状態、その買い取り価格の現状はどうなのでしょうかという質問。 さらに、最後になりますけれども、市民及び子どもたちの健康状態に関してです。甲状腺がんに関する調査があって、しかもその症例が増えているというお話がありましたけれども、調査ないしは検査というものは定期的に行うのが必要だと私は考えるのですが、そのような、 今、最初の一通り調査を行った後に、また今後、調査が行われるという予定はあるのでしょうか、ご存知でしたらぜひ教えていただければと思います。そして、これこそ最後の質問ですけれども、2015年から電力市場の自由化が始まるというお話を伺うことができて大変嬉しく思うのですが、今現在、日本では主に独占状態が続いていて、7企業あるというふうに伺っているのですが、それ以外に、 企業が参入するのはそもそもできそうなのでしょうか。そして、その中で原子力を使っていない電力を、要するに 100% 例えば原子力を使わない電力を供給するという電力会社が出てくる可能性というのはどの程度のものなのでしょうか。多いですが、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。 最初に、その冷却回路について本当かという話ですが、これは実は本当です。それで今原子炉に水を送り込んでいるんですが、燃料は溶けて圧力容器も貫通していて、どこに溶けた燃料があるかわからない状態です。したがってとにかく水を送り込んでいる。その水は原子炉容器から漏れて格納容器に入る、その格納容器も損傷しているので、そこから原子炉建屋に漏れてくる、原子炉建屋からタービン建屋に、これはビルに亀裂が入ったからだと思いますが、漏れてくるという、こういう状態になっています。そこで放射能のこともあって、タービン建屋から漏れてきたものを組み出し、 漏れてきたものを組み出して、今現在はセシウムだけを取り除いて、
そして余分なものは貯蔵してもう一度その原子炉建屋に戻していくという、まあ、冷却の回路に戻す一周約4キロのループができているという状態です。 Zunächst zur Frage des Kühlsystems. Leider ist es wahr, dass wir derzeit mit dieser Situation umgehen müssen, dass wir hier tatsächlich eine Kernschmelze hatten und dass dort eben Löcher entstanden sind und man immer noch nicht weiß, wo sich letzten Endes die Brennstäbe, die geschmolzen sind, befinden. Das heißt, uns bleibt nichts anderes übrig, als das Wasser dort einzupumpen, also in den Reaktor selbst und in den Behälter selbst. Und von dort aus rinnt das Wasser dann durch diese Löcher, durch die Risse und gelangen dann über die Druckkammer ins Turbinenhaus, also Maschinenhaus, Turbinenhaus. Und wahrscheinlich auch dadurch, dass dort am Gebäude auch Risse entstanden sind, gelangt das Wasser eben dort hinein. Das heißt, wir müssen das Wasser eben von dort wieder herauspumpen. Derzeit wird dann das Cäsium, das sich darin befindet, herausgefiltert, um dann das Wasser wieder zur erneuten Kühlung zu verwenden. Das ist ein Kreislauf von etwa 4 Kilometer. パイプといっても自在のこう蛇腹って日本では言っていますけど、そういうパイプですので、途中で漏れたりなんかするのが非常に多い、そういうトラブルが起きている。そしてプール貯蔵については、結局本来タンクで貯めようと思っていたのですが、その62の放射性核種を取り除くその装置の稼働が遅れているために、もうタンクを置くスペースが十分になくって、よりその集約的に貯蔵できるプールというものを作ったんですね。でそれがまあ失敗をしてしまって、もう一度タンクを何とかして増やして貯蔵するしかないという事態に追い込まれています。非常に全近代的といえば全近代的なやり方です。で東電は漏れた時のことは考えてなくって、これで行くしかないというようなその設計製造の仕方をしているので、次から次へとトラブルが起きているという、そういうふうに私は見ています。Ja, und dadurch, dass eben alles sehr schnell gehen muss und dass dies alles Notmaßnahmen sind, kommt es dann vor, dass dann eben die Leitungen dann manchmal etwas instabiler werden. Auch die Geschichte mit dem Pool war, eigentlich waren Tanks vorgesehen, allerdings hat es sich verzögert, bis die Anlage stand, um diese 62 radioaktiven Substanzen herauszufiltern. Das heißt, man hatte dann irgendwann keinen Platz mehr, um die Tanks aufzustellen. Deswegen kam man auf die Lösung des Pools. Wir haben gesehen, dass diese Maßnahme auch fehlgeschlagen hat. Daher sind sie jetzt gezwungen, erneute Tanks aufzustellen. Das sind in der Tat, wie Sie es angesprochen haben, Methoden aus der Steinzeit, wie man meinen könnte. Das große Problem, das ich hier sehe, ist, dass die TEPCO hauptsächlich nicht daran denkt, für den Fall, dass das Wasser austritt, sondern sie sind so sehr in die Enge getrieben, dass sie sagen, ja, wir haben jetzt keine andere Wahl. Und dadurch, dass alles so schnell und unter Druck geschieht, sehen wir, dass eben ein Problem nach dem anderen aufkommt. その自治体が市場に電力再生可能エネルギーで電気、まあ、ドイツで再生可能エネルギーシフトがあったと。で自治体がその市場に参入するできる機会があるのかという質問、あるいは独立した電気事業者の参入の機会、もしくは最後の質問にあった 100% 再生可能エネルギーを作っている会社がその市場に参入する可能性があるのかと、こういう質問についてですが、可能性はあります。そして一定程度はいいかもしれないんだけど、どの程度の規模、原子力を追い出すだけの規模のその可能性、まあ、参入の可能性があるのかについて言うと、先ほども言いました電力の発送電分離、発電送配電の分離というのがどの程度きちっと行われて、その発送電
ごめんなさい、送電部門の中立性ですね。どの業者も送電部門を通して市場に参入できるかどうか、そういう中立性をどこまできちっと作れるかにかかっているんです。でこれは2010、これから10年の間の日本の非常に大きな転換点、勝負、私たちでいうと勝負どころといいますか、そういうふうな状況になっています。今のところは可能性があるんだけど、問題はどこまで多く入れられることができるのか、それが今後の制度の詳細な設計にかかっているというふうに言えます。ありがとうございます。すみません、時間が少し押していますので、ここでまとめに入っていただいてもよろしいですか。それでは、あと、買取制度について言うと、日本では、今回ですと太陽光発電は1キロワットアワーあたり42円で、それから今年になると38円に下がりますが、一定程度優遇した買取価格を設定をしています。まあ、それで最後にがん調査の件ですけれども、これは18歳以下の子どもは36万人います。したがって、向こう30年間繰り返し調査をするというふうに福島県及び政府は考えているようです。ですから繰り返し調査をされるのですが、36万人を順番にやっていくと、だいたい3年に一遍ぐらいしかできないんですね。で、まあ、その期間が、途中の期間が空くということが今問題になっています。はい、ありがとうございます。Ja, vielen Dank für die vielen Fragen zu dem Erneuerbaren Energiegesetz beziehungsweise zu der Frage, ob es Möglichkeiten gibt, dass die einzelnen Kommunen sich eben bei dieser neuen Maßnahme beteiligen beziehungsweise ob die Möglichkeit besteht, inwieweit neue Energieunternehmen in den Markt eintreten können und ob es dann 100% Ökostrom auch geben wird. Ich denke, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Man muss erst einmal sehen, wie sich das Ganze entwickeln wird und inwieweit sie kommen. Ob dies ausreichen wird, um sozusagen den Atomstrom komplett zu verdrängen. Und ich denke, hier wird es auf jeden Fall eine große Wichtigkeit werden, dass der Verteiler, also wenn man den Erzeuger und den Verteiler trennt, dass der Verteiler eine gewisse Neutralität bewahrt. Ich denke, das ist das, was für uns entscheidend ist in den kommenden 10 Jahren. Und das wird auch letzten Endes entscheidend, inwieweit die anderen unabhängigen Unternehmen, Stromanbieter dann in den Markt kommen werden. Zu dem Einspeisetarif derzeit wird der Solarstrom mit 42 Yen, das sind ca. 40 Cent, abgenommen. In diesem Jahr sinkt der Preis auf 38 Yen, das sind dann ca. 35 Cent. Man sieht schon, dass er in gewisser Hinsicht bevorzugt wird im Vergleich zu den anderen Stromquellen. Zu der Frage der gesundheitlichen Untersuchung von Kindern und Jugendlichen. Es gibt derzeit 360.000 Jugendliche unter 18 Jahren. Die Regierung möchte auch Nachuntersuchungen durchführen. Das Problem ist allerdings, bei 360.000 Kindern und Jugendlichen kommt ein Kind vielleicht einmal in 3 Jahren dran. Das heißt, man muss hier irgendeine Maßnahme finden, eine Zwischenlösung finden, dass die Kinder etwas regelmäßiger zur Untersuchung kommen. Vielen Dank. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die vielen Informationen. Wir hatten heute einen ereignisreichen Tag. Wir haben sowohl Berichte aus Tschernobyl als auch Japan erhalten. Und ich denke, wir werden in unserem Ausschuss im Parlament weiter über die Frage Atomkraftwerke, auch Unterstützung von Atomkraftwerken in anderen Ländern diskutieren. Wie Sie wissen, hat ja der Bundestag einen Atomausstieg bis 2022 in Deutschland beschlossen. Ich bedanke mich ganz herzlich.